Ein mit 4 Personen besetztes Leichtflugzeug ist am Mittwochnachmittag auf dem Flugplatz Naban Tech beim Start verunglückt. Die 4 Insassen im Alter von 7 bis 81 Jahren wurden teilschwer verletzt. Der 81-jährige Pilot wollte gegen 14.30 Uhr mit seiner 4-sitzigen Cessna aus südöstlicher Richtung starten. Aus noch ungeklärter Ursache hob das einmotorige Flugzeug am Ende des Rollfelds nicht ab, sondern überquerte am Boden eine angrenzende Grünfläche, bevor es auf einem Parkplatz mit einem dort abgestellten und unbesetzten Auto zusammenstieß. Im Anschluss wurden mehrere weitere PKW beschädigt. Eine Cessna, Modell vermutlich 172, ist die Startbahn hinuntergerollt, kam aber nicht in die Luft und ist dann mit parkenden Fahrzeugen kollidiert. Es kam zu 4 verletzten Personen. Die BFU hat die Ermittlungen aufgenommen und die Polizei in Kirchheim ebenfalls. Es handelt sich um eine dreiköpfige Familie aus Nürtingen mit 47 Jahre alt und 2 Kinder im Alter von 7 und 10. Die Personen wurden von der Feuerwehr gerettet. Wir haben die entsprechend übernommen, alle 4 versorgt. Zunächst mal 3 sind bodengebunden in die Klinik gekommen, einer per Hubschrauber. Und jetzt haben wir die Einsatzstelle an die Feuerwehr übergeben. Ja, also von der Lage her selber, von unserer Sicht her, hat das Flugzeug noch einen PKW gerammt. Da hat es vorne der Propeller abgerissen. Es sind mehrere Liter Kraftstoff, Betriebsstoffe ausgelaufen. Wir haben dann auch in dem Zuge sofort der Brandschutz, entsprechend der dreifache Brandschutz sichergestellt und nehmen gerade auch die Kraftstoffe entsprechend auf. Wir sind gerade momentan noch in der Klärung, wie viel Kraftstoff das Flugzeug geladen hat. Alle Verunglückten waren ansprechbar. Während ein Kind das Leichtflugzeug nach dem Unfall eigenständig verlassen hatte, hatte den anderen Verletzten ein Mitarbeiter des Sonderlandeplatzes ins Freie geholfen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ja, das ist ein Schock, auf jeden Fall. Ich war am Arbeiten. Auf einmal haben wir einen Knall gehört. Wir wussten nicht, was passiert. Auf jeden Fall war uns klar, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Und dann habe ich Meldung bekommen, meine Kennzeichen, dass mein Auto auch beteiligt ist an dem Unfall. Bin dann hier am Parkplatz gekommen, habe erstmal einen Schock bekommen, an erster Linie erstmal an die Beteiligten, die Verletzungen erlitten haben. Ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich gesund werden. Ich habe das mit dem Flugzeug gehört, weil wir gerade beim LKW-Verladen waren und das hat sich halt so komisch angehört und wie eine Feldzündung, dann ein dumpfer Schlag und dann war Totenstille und ja, und dann haben wir auch schon Feuerwehr gehört. Mein Fahrzeug ist ein Totalschaden. Aber meine Sorge hat erstmal den Unfallten gegolten und das muss erstmal alles abgegolten werden. Das andere ist Versicherungsthema. Das mache ich nachher mit der Versicherung, mit der Polizei aus. Und bis jetzt kann ich auch nichts dazu sagen. Das kommt dann irgendwann mal hoch. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 60.000 Euro, wobei der Schaden an der Cessna 30.000 Euro beträgt. In die Ermittlungen des Polizeipostens Lenningen zur genauen Unfallursache ist ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen eingeschaltet.